Diggis! Ich bin mal wieder am Start mit Minecraft. Schon eine Weile lang kein Minecraft mehr gekommen, weil ich einfach anderen Dingen gewidmet war. League of Legends. Deswegen dachte ich mir, es wäre doch mal nett, wieder Minecraft zu machen. Und ich habe es irgendeiner Person in den Kommentaren versprochen, dass diese Woche wieder Minecraft kommt. Also kommt auch wieder Minecraft. Naja, was war unser Plan? Wir haben Ultra-Ultra-Hardcore. Das heißt, wenn wir Schaden bekommen, sind die Herzen für immer weg. Und wir müssen das Spiel durchspielen. Meine Taktik momentan war ein bisschen Gold mit diesen Piglins hier zu traden, damit wir vielleicht Enderperlen kriegen. Das braucht man, habe ich gehört, zum Durchspielen des Spiels. Deswegen werde ich jetzt erstmal Gold suchen. Und dabei hoffentlich keinen Herzinfarkt erleiden. Ich habe Goldschuhe an, das heißt, die werden nicht so wütend auf mich sein. Also muss ich mich kurz in die Lager hier einfinden. Ich habe schon ein paar Wochen her, dass ich gespielt habe. Also diese Welt, nicht. Dass ich Minecraft gespielt habe, ist nur einen Tag her. Gut. Die Richtung gehen wir schon mal nicht mehr. Weil sie gibt es hier noch Gold zum Abholen. Irgendwo. Da ist ein Hoglin. Der holt mich ab. Darauf habe ich aber so gar keine Lust. Tschüss, Alter. Gar keinen Bock. Alter, man muss schon sagen, neuer Nether ist schon echt albtraumwürdig. Macht mir Angst. Besonders mit so einem fucking klaustrophobischen Spawn, wie wir den hier haben. Ja, Deutsch reden ist echt schwer manchmal. Alter, sind ja nur Klippen und Klippen hier. Kann ich ja gar nicht nirgendwo hin. Was ist das denn für Scheiß? Ja, ein bisschen kritisch eigentlich, ne? Nicht so geil. Ja, gut, das fängt ja schon mal gut an. Ja, gut. So viel dazu, dann mal, würde ich mal so behaupten wollen. Ja. Ganz entspannt eine Runde Minecraft spielen. So lobt man es sich. Nein, aber Jungs, ich gebe nicht auf, ja. Ich spiele das hier bis zum bitteren Umfallen. Bis ich sterbe, spiele ich weiter. Versuchen wir mal hier den Berg runter zu klettern, ohne sofort zu sterben. Oh, ist ein bisschen risky jetzt. Oh, ah. Hier die Bäume runterklettern. Guck mal, was für ein guter Minecraft-Spieler ich bin. Kappa. Ich find's gut, wie ich diesen Hoglin danach auch sehr gut imitiert habe. Einfach dasselbe Geräusch gemacht wie er. kann ich auch mal Gold finden, bitte? Wäre cool. Würde ich feiern. Ja, nicht so. Spiel? Ja, nicht so. Oh. Ja, also. Hoglins tun weh, und da ist Gold. Hoglins tun weh. Lass das eine Memo an alle anderen sein, die dieses Spiel tun. Weglaufen vor den Viechern. Heile Witzka. Das war einfach nur Pain gerade. Einfach nur Pain. Oh, ich muss ja noch Blazes farmen gehen. Och, Junge, gar keinen Bock. Das ist ja richtig kritisch, Alter. Puh. Okay, ein bisschen Gold haben wir gesammelt. Wir sind mal tatsächlich aus dem Crimson Forest raus in ein anderes Biom. Hoffentlich haben wir hier mehr Glück mit dem Gold. Wobei ich das eher nicht so vermuten würde. Aber wer weiß. Man kann ja hoffen. Ich muss ja sowieso noch eine Festung suchen. Und das heißt, ich muss eh aus Crimson Forest raus. Obwohl, es kann schon Festungen in Crimson Forest geben, aber ist halt, keine Ahnung, habe ich bisher noch nicht gesehen. Gut, ich hatte bisher auch nur zwei neue Nether. Also, vielleicht liegt es ja daran. Da ist ein wenig Gold, das hole ich mir jetzt. Erstmal hier die Klippe runter, nicht sterben. Danke. Was für ein guter Minecraft-Spieler ich bin. Ich bin wirklich so gut. Alle sollten meinem Beispiel... Warum kann ich das heute nicht aufsammeln? Mein Inventar ist voll, deswegen. Alle sollten meinem Beispiel folgen. Einfach so gut sein wie ich. Dann gewinnt man immer. Ganz entspannt hier einmal durchnavigieren. Richtig Bock. Falls irgendeiner der Zuschauer mal Lust hat, irgendwas zu machen, könnt ihr mal zählen, wie oft ich richtig Bock oder gar keinen Bock sage. Weil es mir ein bisschen aufgefallen, ich sag das ein bisschen oft. So, ein bisschen Gold abgeholt, da ist noch ein bisschen mehr. Läuft doch schon mal ganz gut. Oh, ein bisschen Essen für Sprinten, wäre nice. Da ist noch mehr Gold. Guck mal, läuft doch richtig geschmeidig hier. Außer, dass ich gerade, wie viele Herzen waren das? Vier? Einfach vier Herzen gleichzeitig, aus keinem Grund verloren. Weil der Hoglin sich einfach denkt, Deutsch LK. Weil der Hoglin sich einfach dachte, Schmerz. Oh, ich hab schon einen Ofen. Smart. Naja, egal. Ich kann diese Möglichkeit mal auch nutzen, um zu fragen, wie fandet ihr eigentlich meine geilen Jojo-Dubs? Habe ich das nicht super gedubbt?
Ich finde, ich sollte echt Voice-Actor werden. Ich meine, ich kann auch so ziemlich gut schauspielern, also sehe ich da keinen Grund, kein Voice-Actor zu werden. Das Gedicke wird sein. Gut, spielen wir mal weiter das Spiel. Ein bisschen Essen holen, ist das. Guck mal, da ist ein Crimson Forest, da sind bestimmt noch ein paar Piglins, mit denen ich jetzt traden kann. Während das da brennt, suche ich mir ein paar neue Piglins. Weil ich glaube, es ist ehrlich gesagt nicht so smart, die einfach einzusperren und immer wieder zurückzukommen, weil ich suche ja die ganze Zeit neues Gold. Aber wenn ich das Gold im Umfeld einmal abgebaut habe, dann ist ja nichts mehr da. Smart! 2 Millionen IQ, wirklich. Ist einfach smarter, wenn ich schon die ganze Zeit auf dem Weg bin, irgendwie Gold suche, dass ich mir einfach neue Piglins immer suche, weil es ja wirklich keine große Kunst, die einmal kurz einzusperren. Ich musste ja noch nicht mal einsperren, ich kann die auch einfach frei laufen lassen, ich muss denen ja nur Gold in die Hand drücken. Da ist schon der erste Kandidat, aber ein Crafting Table steht da drüben. Der läuft gerade weg. Ist hier ein Hoglin? Nö. Der Typ ist einfach paranoid. Chillig. Gut, ist mein Fleisch jetzt fertig? Oh, mein Fleisch ist mittlerweile fertig. Nehmen wir das hier mit. Machen wir ein paar Goldbarren hier raus. Und wie gut ich craften kann. Aha. So. Ich finde, ich sollte echt mehr Jojo-Phrasen auch in meinen Videos benutzen. Da würden meine Abonnenten sich doch bestimmt freuen. Meine Abonnentenzahl wird direkt hochschießen in die Lüfte. Einfach wow. Ne, jetzt mal ernsthaft. Soll ich mehr Scheiße labern in diesen Videos? Oder soll ich mehr serious bleiben? Nein, was heißt serious? Weniger reintrollen als üblich. Weil es ist halt lustig reinzutrollen. Da mache ich Spaß, Alter. Richtig Bock. Dann zeig mal, was hast du mir zu geben? Gib mir mal Enderperlen, bitte. Enderperlen? Enderperlen. Das sind keine Enderperlen. Okay. Dann haben wir noch einen zweiten Kandidaten. Ihr gebt mir doch jetzt bestimmt genau das, was ich will, oder? Enderperlen, Jungs. Enderperlen. Das ist keine Enderperle. Das Gefühl, der andere hat mir auch keine Enderperle drin gedroppt. Was ist das denn hier? Feuerresistenz dran. Wild. Das kann weg. Ja. Schön belichtet hier. Gut, dann, ja, spannendes Gameplay, muss ich echt gestehen, dass ich jetzt diese Piglins einfach nur die ganze Zeit mit Gold begatte. Also, no sexual. Oh, da ist ein Baby Hoglin. Vorsichtig umgehen an der Stelle. Jungs, ihr werdet... Reich! Ah, nee, das sind Netherbricks. Ich dachte kurz für einen Moment, das wäre Netherite, Alter, So, Netherbricks braucht kein Schwein, Steinschwert braucht kein Schwein, das da braucht kein Schwein. Also, ist jetzt nicht böse gemeint. Jungs, Enderperlen. Gib mir Enderperlen, bitte. Ja, das sind keine Enderperlen, war knapp dran vorbei, das ist auch keine Enderperle. Hat mir überhaupt was gegeben? Hat mir überhaupt was gegeben? Nö. Ja, lustig. Jungs, Enderperlen. Enderperlen. Das grüne, runde. Das sind keine Enderperlen! Jungs, diesmal schafft ihr es. Komm, Enderperlen, ich glaube an euch. Ihr wisst doch, ihr macht das Richtige. Tut das Richtige, Jungs. Bitte. Kann nicht so schwer sein. Was hab ich noch? Ich hab Netherquarz und mehr Spektralpfeile. Yay! Immerhin kriege ich auf diese Art Pfeile von denen. Ich habe kein Gold mehr. Das wird ja lustig. Joach. Enderperlen? Das ist keine Enderperlen. Alter. Ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. Der Weg ist schwierig, aber man kann ihn meistern. Da ist ein Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Gar kein Bock. Gar kein Bock. No. Nee, gar kein. Nee, 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 sehe ich. Da sehe ich mich nicht. Da sehe ich mich nicht. Da sehe ich mich tatsächlich nicht. Gut, Crisis Averted, würde ich mal sagen. Wirklich, Minecraft durchspielen in der 1.16 ist echt einfach nur ein Vergnügen. Ein Vergnügen, darf ich das so sagen? Natürlich darf ich das so sagen. Ein Vergnügen, wirklich. Wie viel Gold habe ich? 64 Gold-Nuggets. Erstmal fast runtergefallen, ganz entspannt. Erstmal einfach die Steuerung-Taste nicht richtig getroffen. Easy. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob man es merkt, aber ich bin gerade so ein bisschen in der Herzinfarkt-Stimmung. Oh Junge. Richtiger Brawl hier, ey, die haben ihn einfach geholt. Die Ehrenbros. Oh nein, da ist noch ein Babytyp. Der greift mich doch an, oder? Kann ich den anzünden? So. Ha! Get wrecked. Get wrecked, du Noob.
Ja, verbrenn mal. Ah, ich hab Pfeile. Stirb, du Hopfer. Guck, wie gut ich bin, Jungs. Ich bin so gut. Alter. 2 Millionen IQ Plays. Mehr Bro, stirb. Der läuft immer noch vor mir weg. Ehrenmann. Stirb. Wenn er auch nur einen Schritt in meine Richtung macht, ich lauf sofort wie ein kleines Kind weg. Ich hab's versprochen und hab's auch so eingehalten. Alter, der hat ja richtig Bock. Ist das überhaupt derselbe? Nee. Das ist ein Erwachsener. Ich hatte grad. Na. Egal, okay, egal. Egal. Egal! Es interessiert mich nicht. Zeit weiter Gold zu traden, das ist doch wirklich, wofür ich Minecraft spiele, um einfach Gold mit irgendwelchen Piglins zu traden. So ist das Leben doch nice. Jungs, gebt mal Enderperlen. Gönnt mal bitte. Richtig auf Ehrenbruderbasis, komm schon. Das sind beides keine Enderperlen. Ach, Jungs, ist echt painful. Das ist auch keine Enderperle, das ist auch keine Enderperle. Komm, Enderperle. Enderperlen, bitte. Komm, Bro. Ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat, aber ich hatte gerade einen Herzinfarkt. Aber was mir gerade auffällt, der hat mir irgendwie keinen Schaden gemacht. Oh, Enderperl! Nein, das ist ein Hockey. Verpiss dich. Verpiss dich, du Sau. Also, no front. No front, du Sau. Oh, Jungs, das braucht man denn nicht. Spiel in den Augen. Okay. Ich muss jetzt die heftigen Plays machen. Einfach durchlaufen. Easy. War gerade enormen Skill gehört. 3 Enderperlen. Oh, fast ein Viertel. Oh, warum wollte ich dem gerade Gold geben? Was hab ich gesoffen? Ich wünschte, ich hätte was gesoffen. Alter, das war ganz smart. So, schnell noch vorbeilaufen, Jungs. Gar keine Lust auf alles. Alter, was geht hier für eine Party ab? Jungs, ich bring Gold mit. Ich gönne euch. Also gönnt mir euch. Gönnt mir auch. Komm, Enderperlen, Gönnung. Jungs, bitte. Das ist keine Enderperle, das ist auch keine Enderperle. Jungs! Hab euch lieb! Aber richtig lieb. Nochmal, für alle, die das jetzt gerade nicht verstanden haben, das war so eine tolle Sache, nennt sich Ironie. Okay, machen wir weiter. Hoffentlich kriege ich gleich nicht noch so einen Jumpscare. Das war wirklich gerade schlimmer als jedes Horrorspiel. Und ich habe mein Portal wiedergefunden, Alter, was? Wie ist denn hingekommen? Okay, welche Richtung bin ich eigentlich gelaufen? Ich glaube, ich bin in die Richtung gelaufen. Also laufen wir mal in die Richtung diesmal. Da ist einfach random Lava aus der Decke. Chillig. Alter, was ist das für eine Klippe hier? Oh, er ist mal fast runtergefallen. Der ist entspannt. Alter. Digga, ich spiele wirklich ein Horrorspiel, ne? Weißt du, Minecraft kann wirklich schlimmer... Also Minecraft Nether kann wirklich schlimmer sein als jedes Horrorspiel auf dieser fucking Erde, ne? Das war einfach ein schlimmeren Jumpscare, habe ich bei Minecraft, glaube ich, noch nie erlebt. Als eben. Das hat mich einfach so. Das hat mich gerade so off guard einfach genommen, ne? Das war gerade wirklich. Anders wild. Digga. Ich bin immer noch nicht drüber hinweg. Ich, ganz ehrlich. Ich sage, wie es ist. Mir geht's gerade nicht so gut. Ganz kritischer Zustand. Okay. Aber dann schaffe ich doch da runterzukommen und ohne keinen Schaden zu nehmen. Ja, wahrscheinlich. Weil es einfach den smartesten Move dieser Erde. Ich stack einfach Gravel, bis ich runterspringen kann. Oh yeah, ich kann zählen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 4. 4 sind nicht 3. Mathe-LK wirklich. Mathe-LK. 4 sind nicht 3, Alter. Wir sind nicht 3. Okay, kann ich zählen? 1, 2, 3, 3, 3. Okay. Das sind auch 3. Easy. Okay. 3,5 Herzen. Minecraft durchspielen. Easy going, wie man so sagen, ne? Also ich meine, Basti hat es geschafft mit einem halben Herz. Deswegen schaffe ich es auch bestimmt mit 3,5, ne?
Also, falls das noch nicht klar war, das wird eh einen zweiten Try, einen dritten Try geben. Ich meine, hallo? Mit meinem momentanen Zustand wird es nicht viel besser laufen, als es gerade schon läuft, muss ich ehrlich gestehen. Da wird nix. Aber ich gebe nicht auf. Das Letzte, was man tut, ja, ist aufgeben. Ja, eine Blitzreaktion, Alter. Holzspitzhacke. Dicker, wer hat dich in meine Welt gepackt? Ganz ehrlich. Also no front, ne? Aber Holzspitzhacke, Bro. Profi. Ich wollte gerade sagen, ich habe mein Crafting-Table stehen gelassen und habe vergessen, dass ich in einem fucking Wald bin. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, den habe ich diesmal gehört. Diesmal habe ich dich gehört, du Bastard. Gar keinen Bock, ich tauere mich jetzt hoch. Och nö, warum verfolgt er mich denn? Och, warum? Och, komm schon, nein, ich will nicht, nee. Nee, ich will nicht mit dir kuscheln. Lass mich in Ruhe. Das ist sexuelle Belästigung, verpiss dich. Gar keine Lust auf dich. No front, aber du bist ein fettes, hässliches Schwein. Gar kein Bock. Alter. Nee, warum? 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 Ich weine gleich. Ich weine gleich, Alter. Oh, bin ich sicher? Bin ich sicher? Bin sicher, oder? Ja, ich bin sicher. Ja. Ah, hier ist Holz, ich Idiot. Okay. Oh Gott. Attentate auf mich hier. Okay, ich schaff das. Schaffst das, Clap? Entspann dich. Entspann dich. Alles wird gut. Alles wird gut. Alles wird gut, ja. Oh nein. Oh, er schießt nicht auf mich. Okay, alles wird gut. Guck mal, guck mal, guck mal, die Gangbang den. Easy, Jungs. Schafft ihr. Wow, los, los, los. Ihr schafft das. Guck mal, wie ihr den genommen habt, wirklich, Alter. Richtig easy. Jungs, ich bin stolz auf euch. Du kriegst Gold, du kriegst Gold. Jungs, gönnt mal. Gönnt mal Enderperlen, bitte. Enderperlen, bitte, Jungs. Richtig ehrenlos von euch, muss ich gestehen. Also, ich feuer euch so an und ihr gönnt noch nicht mal Enderperlen. Jungs. Jungs, bitte Enderperlen. Kommt. Das ist keine Enderperle. Das ist auch kein... Ja, ja, das sind alles keine Enderperlen. Danke auf jeden Fall. Danke dafür an der Stelle. Richtig nett. Dann gönn. Gönn. Gönn, Bro. Gönn. Ich hab Bastard. Okay, komm, gönn. Gönn, Bro. Ja, gönn's mir jetzt. Du auch. Jungs, komm schon. Mach, tut das Richtige. Ihr wisst, was zu tun ist. Das ist nicht das Richtige. Richtige Bastarde, ne? Sie hat mir noch einen Typ Enderperlen gegönnt. Der war ein richtiger Ehrenmann. Die anderen sind einfach Hurensöhne. No front. Jungs. Jo, komm schon. Bitte, gönn doch. Ich muss auch noch eine Festung finden, ne? Gar kein Bock. Junge, gönn doch, come on, warum? Komm schon, was muss man tun, um Enderperlen zu kriegen in dieser Welt? Komm schon, Bro, jetzt gönn doch einfach Enderperlen. Och nö, immerhin habe ich jetzt genug Obsidian, um mich wieder aus dem Nether zu bauen. Das heißt, ich muss die Koordinaten vom Portal mir nicht mehr merken. Also ich meine, das ist schon convenient, aber nicht wirklich gut. Naja, aber ich gebe nicht auf. Jungs, das wird ein Anime-Comeback. Hallo? Gibt's hier Gold? Ja, nicht so. Ah, da ist Gold. Oh, erstmal fast runterfallen, chillig. Ja, schon schwere Zeit hier, Alter. Der neue Nether, den bewundere ich einfach nur, weil der ist einfach so viel besser als der alte. Und hat einfach gutes Jumpscare-Potenzial. Muss man echt respektieren, Alter. Zeit, sich hier rüber zu bridgen und keinen Fallschaden zu nehmen, wie echt professionelle Minecraft-Spieler das auch machen würden. Guck mal, was gibt's da noch so? Gibt's hier auch noch Gold? Jungs, Gold. Hab ich Bock drauf. Jungs, Gold, da ist Gold. Gönnt man sich. Komm her. Oh, da ist ein. Okay, da ist ein. Ich bin so gut. Mit drei Herzen stolzieren wir stolz durch den Nether. Habt ihr gemerkt, dass ich manchmal stolzieren stolz, hä? Mein Spitzhacke ist kaputt gegangen. Are you kidding me? Okay, ich muss mich jetzt kurz in dieser Ecke verkriechen, bis ich eine neue Spitzhacke habe. BRB. Ja, warum tue ich mir diese Scheiße an? Im Ernst. Oh.
Ist ja richtig spannend, Alter. Soll ich lieber vielleicht ein Dorf suchen? Soll ich das einfach doch mit Villagern machen? Ich muss ja trotzdem noch Blazes holen, ne? Oh. Wie geht's euch denn, liebe Zuschauer? Was macht ihr so heute? Was habt ihr heute so Tolles gemacht? Erzählt mal. Erzählt mal in den Kommentaren. Was habt ihr heute so Tolles gemacht, was einfach geil war? So. Was habt ihr heute gemacht? Ich würde gerne ein bisschen mehr über meine Zuschauer erfahren, weil da kann ich halt so spezifischere Sachen sagen, die vielleicht lustig sind oder so. Und ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat. Also es war schon ganz schwer zu bemerken, aber mein Ziel ist es eigentlich, Leute zum Lachen zu bringen. Also, ja. Erzählt mal. Was habt ihr heute so Tolles gemacht? Spielen irgendwelche Leute von euch ein Instrument? Tanzen irgendwelche Leute von euch? Singen Leute im Chor? Was gibt's so Schönes? Ich würd gern mehr erfahren, ja? So, endlich alles fertig. Meine Güte, das waren sehr spannende 2 Minuten. Der Typ ist immer noch hier am Viben einfach. Gar keinen Bock auf dich. Adios, Bro. Bin ich raus. So, wir sind Gold in die Hotbar und dann suchen wir mal den nächsten Piglin. Komm, ich fühl's. Der nächste Piglin gibt mir Enderperlen. Vielleicht nicht beim nächsten Trade, aber der nächste Piglin. Der nächste Piglin, den ich finde, gibt mir Enderperlen. Den fühle ich nicht. Aber einen anderen. Okay, jetzt muss ich gerade überlegen, Alter, was zur Hölle, wie komme ich hier runter? Da wartet so ein Spast auf mich. Ah, warte, ich hab doch eine Spitzhacke und eine Axt. Okay, die Axt ist schon schneller. Ich wollte gerade nur testen, aber die Axt wirklich schneller ist. So macht man das Ganze hier. Der Typ wartet schon ganz blutdürstig auf mich. Okay. Wo ist er? Ich habe den Bro noch gerade eben gesehen. Wo ist er hin? Da bist du. Du gibst mir Enderperlen. Vielleicht nicht jetzt? Oh, das war gerade. Risky. Bist du's? Ja. Bist du's? Keine Ahnung. Hä? Hatte der nicht schon? Egal. Komm, du gibst mir jetzt Enderperlen. Vielleicht nicht jetzt, aber auf jeden Fall, wenn ich mit dir trade, du gibst mir Enderperlen, du Ehrenmann. Kurz hinter sich schauen. Wenn ich so ein Honkeln kommt, Enderperlen gönnen. Komm, gönn. Komm, gönn doch, Bro. Komm, gönn doch, Bro. Gönn doch, Bro. Gönn doch. Digga. Das sind keine Enderperlen. Come on. Auf Ehre, komm, Bro. Nein, das sind Pfeile. Komm bitte auf Ehre. Nein, das sind auch Pfeile, Jungs. Ich versteh's, ihr habt einen Bogen, aber ich brauch keine Pfeile mehr. Jungs, bitte. Das ist auch keine Ende. Ich will nicht mehr. Warum? Jungs, ach Mann. Ach, Scheiße, Alter. Es war gerade Five Nights at Freddy's. Das war das. Der erste Hoglin war das Base Game. Das zweite war jetzt ein fucking Expansion Pack. Das dritte wird mein Tod sein. Komm, Enderperlen, Bro. Gönn, bevor ich mich umbringe. Nein, da ist schon wieder so ein Typ. Wenn du jetzt nicht gönnst, bist du ehrenlos. Enderperlen, komm. Er hat mir eine Wasserflasche gegeben. Er hat eine fucking Wasserflasche. Eine fucking Wasserflasche. Are you serious? Wie kann ich ihn am einfachsten one-hitten? Das ist jetzt ein persönliches Vendetta. Der muss sterben. Der hat es nicht anders verdient. Nee. Senor, du bleibst jetzt hier, Senor. Du hast dein. Are you fucking kidding me, Alter? Komm schon, Alter, der muss sterben. Wenn es das letzte ist, was ich tue. Der Typ mit dem. Ist das der Typ mit dem enchanteten Crossbow? Der hatte doch keinen enchanteten Crossbow. Hatte der den enchanteten Crossbow? Ich lost? Dann stirbt halt trotzdem der Typ mit dem enchanteten Crossbow. Wenn ich den mal auch einbauen könnte. Und kein Autist wäre. Ach, Junge, ist doch jetzt nicht dein Ernst, Alter. So. Nee, du kommst hier nicht raus. Okay. Jetzt gehe ich mir mal kurz einen Lava-Eimer holen.
Warum? Ach, keine Ahnung. Ich habe gerade Bock auf Steak. Einen kleinen Baby-Typen hinter mir gesehen. Ich laufe jetzt ganz panisch weg, aber ich bin calm and collected. Oh Gott! Der ist direkt hier. Alter, gar kein Bock. Gar kein Bock. Tschüss, Digga. Ich seh dich in der Hölle, Alter. Warte mal, wir sind in der... Ich hab einen Bogen, ich Idiot! Alter. Jetzt flieg und sieg. Huso. Okay. Crisis averted. Ich hab ein Herz. Aber mit diesem einen Herz stolziere ich stolz durch die Gegend und werde den Piglin da hoffentlich umbringen, falls er nicht despawnt, bis ich wieder da bin. Das Letzte, was ich in dieser Welt erreichen will, ist diesen einen Piglin da verbrennen. Weil der hat mich einfach betrayed. Persönlich. Ich fühle mich einfach persönlich angegriffen von dem wirklich. So. Der weiß gar nicht, was auf ihn zukommt, Alter. Hoffentlich weiß ich überhaupt, was auf mich zukommt, Alter. Kein Bock, jetzt hier runtergestoßen zu werden von den Typen da. Moin, Maithair. Was geht ab? Stirb. Komm, ich treffe ich jetzt. Wenn ich den jetzt nicht treffe, dann... Okay, wie soll ich den treffen? Kann mir das jemand erklären? Alter. Mit F4, beziehungsweise F5 kann ich auch gut umgehen. Aber. So. Wo ist jetzt dieser scheiß Piglin? Wo habe ich dich eingebaut, du Sack? Stirb. Korenga omae no unme. Wie man es auf Weep sagen würde. Stirb. Also, ich finde, da ist doch ein guter Zeitpunkt, um mal zu sagen, mein Lebenswerk ist vollendet. Ich habe erreicht, was ich erreichen wollte. Deswegen gehen wir jetzt nochmal ganz ehrenmäßig. Wir sind schwimmen. Oh yeah. Fucking hell, Alter.